Herzlich willkommen in der Inspirata. Ich bin Enrico. Und ich bin Kresten. Und wir zeigen euch heute nochmal, wie man eine größere Leonardo-Brücke baut. Wie genau das mit der Leonardo-Brücke eigentlich funktioniert und wie man die bauen kann, das haben wir schon mal in einem Video gezeigt. Das könnt ihr euch hier einmal anschauen. Und ansonsten seht ihr jetzt erstmal in einem Zeitraffer, wie wir eine große Leonardo-Brücke bauen. Und hinterher erklärt Kresten euch, warum so eine Leonardo-Brücke eigentlich wirklich hält. Aber jetzt fangen wir erstmal an zu bauen. Soll ich in der Mitte machen und du hältst die beiden Seiten fest? Ja. So. Aber fast. Hier seht ihr einmal den Zwischenstand unserer Leonardo-Brücke. Wir versuchen sie dann später noch weiterzubauen, in der Hoffnung, dass sie nicht auseinanderfällt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wenn die Brücke einmal aufgebaut ist, dann sind die ganzen Holzstücke ineinander verkeilt. Und durch die Reibung rutschen jetzt keine Holzstücke weg. Wenn wir das mit glatten Metallstücken gemacht hätten oder die Holzstückchen einölen würden, dann würde die Leonardo-Brücke einfach auseinanderrutschen. Und die Konstruktion funktioniert so, dass die Holzstückchen auch maximal miteinander verkeilt sind. Also, dass wir relativ viel Druck auf jedem einzelnen Holzstück haben, dass die Reibungskraft besonders groß ist. Je mehr Druck wir jetzt auf die Brücke ausüben, desto besser hält sie zusammen. Das funktioniert natürlich nur, wenn sie perfekt aufgebaut ist. Wenn es hier also kleine Stellen gibt, an der die Hölzer nicht perfekt aufeinander liegen und nicht so gut ineinander verkeilen, dann führt mehr Druck eher dazu, dass sie auseinanderrutschen und dann fällt die ganze Brücke auseinander. Habt ihr mal noch versucht, was an Gewicht draufzulegen? Ihr habt gerade schon gesehen, wir haben jetzt ein paar Bretter auf unsere Brücke gelegt und jedes dieser Bretter wiegt 600 Gramm. Das heißt, wir haben hier schon über 1,5 Kilo, 1,8 Kilo etwa, auf diese Brücke gelegt. Und das, obwohl wir eben nichts geklebt haben, wie Kresten gerade schon erklärt hat. Das Ganze hält einfach alles nur aufgrund von Reibung. Und wir versuchen jetzt noch ein viertes Brett draufzulegen. Dann wären wir bei 2,4 Kilogramm. Das heißt, bei fast 2,5 Kilogramm, und wir schauen mal, ob die Bretter das aushalten oder ob wir die kaputt machen. Wir sehen, die Brücke wird immer breiter, wenn wir ein Brett drauflegen, aber es hält bis jetzt. 2,5 Kilogramm auf einer Brücke, fast 2,5 Kilogramm auf einer Brücke ohne Kleber, das ist ziemlich beeindruckend, oder? Wenn ihr das beeindruckend findet, gebt uns ein Like. Wenn wir mindestens 20 Likes auf dieses Video bekommen, dann machen wir ein Video, wie man aus nur Papierblättern eine Brücke bauen kann,
die keine 2,5 Kilo hält, aber viel mehr, als man denken würde. Also probiert es, gebt uns ein Like. Und jetzt bauen wir die Brücke noch größer. Kurzer Zwischenstand, wir sind mittlerweile bei 1,78 Meter. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen und ihr habt nochmal einen neuen Eindruck von unserer Leonardo-Brücke bekommen, weil sie ja diesmal auch noch deutlich größer war, wir es einfach mal deutlich weiter gebaut haben und wir eben auch gesehen haben, wie belastbar so eine Brücke am Ende ist. Und vielleicht baut ihr ja auch eure eigene Brücke zu Hause und schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie groß eure Brücke geworden ist oder wie viel Gewicht sie vielleicht gehalten habt. Ja, ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, habt ihr wie immer die Gelegenheit, unseren Kanal hier zu abonnieren, es ist nie zu spät. Und ansonsten könnt ihr euch hier drüben bei Kresten unsere anderen Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal.